Hallo, ich bin Mario. Ich übe mit euch die deutsche Aussprache. Heute sprechen wir über die Konsonanten. Viel Spaß! Hallo, guten Tag, wie geht es dir? Schön, dich zu sehen, lass uns was unternehmen. Konsonanten sind im Deutschen stimmhaft oder stimmlos, also weich oder hart. Stimmhafte Konsonanten sind zum Beispiel B, D, G, S, W. B, wie in Bus oder Leben. D, wie in Stunde oder Denken. G, wie in Garten oder Gelb. S, wie in Sonne oder Rose. W, wie in Wann oder Base. Hier noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr stimmhafte Konsonanten sprecht, spürt ihr mit der Hand, dass es am Hals vibriert. Probiert es mal aus. Macht mit. Bus. Bus. Stunde. Stunde. Garten. Garten. Sonne. Sonne. Wann? Wann? Habt ihr es gespürt? Und nun kommen wir zu den stimmlosen Konsonanten. Diese sind zum Beispiel P, T, K, F, S. P wie in Papa oder Suppe. T wie in Zeit oder nett. K wie in Sekunde oder Jacke. F wie in Fluss oder Vater. S wie in du hast oder Fuß. Wir sprechen diese Konsonanten ohne Stimme. Wenn ihr sie sprecht, vibriert es am Hals nicht. Macht mit. Papa. Papa. Zeit. Zeit. Sekunde. Sekunde. Vater. Vater. Fuß. Fuß. Nun, alles geht leichter mit Musik. Hört genau hin. Keine Zeit. Du, da nimm dir doch ein busy, busy Zeit. Dann ist es cooler, wenn man sich nicht immer so beeilt. Wenn man sich Zeit lässt, sich drauf einlässt für einen Moment. Warum sagen immer alle, dass die Zeit so rennt? Ich komm schon. Wann? Nur eine Sekunde, daraus wird dann. Was? Ganz schön oft eine Stunde, nicht jetzt, ja gleich. Aber gleich ist schon vorbei. Muss schon wieder warten, ei, 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 ei. Und aus einer Stunde wird ein ganzer Tag. Was passiert denn hier? Und aus wird Tag. Habt ihr es gehört? Wir sehen einen stimmhaften Konsonanten. Aber wir sprechen einen stimmlosen Konsonanten. Das ist
Die Auslautverhärtung. Am Wort- oder Silbenende sprechen wir auch die stimmhaften Konsonanten immer stimmlos. Das nennt man Auslautverhärtung, weil wir die Konsonanten am Ende des Wortes oder der Silbe, also im Auslaut, hart sprechen. Aus D wird T. Guten Abend. Endlich ist Frühling. Das Mädchen. Aus G wird K. Der Berg. Das Mittagessen. Wir essen zu Mittag auf der Berghütte. Aus S wird S. Das Glas. Das Haus. Wir wollen heute Abend ausgehen. Aus W wird F. Das Motiv. Der Schüler ist aktiv. Wie könnt ihr aber wissen, wie das Wort geschrieben wird? Hier ein Tipp. Verlängert das Wort, dann hört ihr den richtigen Konsonanten. Hier verändert sich nichts. Der Stopp, stoppen. Die Nacht, die Nächte. Der Sack, die Säcke. Straff, das straffe Programm. Der Kuss, die Küsse. Aber hier verändert sich der Konsonant. Hört mal genau hin. Der Korb, aber die Körbe. Das Lied, aber die Lieder. Der Tag, aber die Tage. Das Haus, aber die Häuser. Aktiv, aber der aktive Schüler. Alles geht leichter mit Musik. Achtet auf den Unterschied zwischen harten und weichen Konsonanten. Schau nicht die Uhr an, sie macht immer Tiggi-di-Takt, immer im selben Takt, Tiggi-di-Takt, den ganzen Tag. Versuch mal nicht so schnell durchs Leben zu gehen und lass dir von den grauen Herren die Zeit nicht stehlen. Denn nur wenn du dir die Zeit nimmst, kannst du Dinge sehen und hören. Was? Und wie schön sie wirklich sind, leb jetzt und hier, das Lied ist gleich vorbei. Und hör mal genau hin, ai, 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 ai. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Hallo, guten Tag, wie geht es dir? Ja, das war schön und tschüss, auf Wiedersehen. Wir sehen einen stimmhaften Konsonanten. Aber wir sprechen einen stimmlosen Konsonanten. Das ist die Auslaufverhärtung. Auslaufverhärtung.